Moin Leute und herzlich willkommen zum kleinen Informationsvideo über GTA Online. Denn gestern wurde ein Flugzeug hinzugefügt namens P-45 Nokota, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja, das Flugzeug wurde gestern neu hinzugefügt und ja Leute, in diesem Video gebe ich einfach mal meinen Senf zum Flugzeug. Was ich davon halte, ob es Schrott ist, ob es sich lohnt zu kaufen und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, fangen wir mal mit einer guten Nachricht an. Denn Rockstar schenkt uns $400.000. Denn jeder hat, der sich bis zum 6. November eingeloggt hat, $400.000 geschenkt bekommen. Ist zwar schon ganz nice, aber wenn man überlegt, das neue Flugzeug kostet einfach mehr. Also, ja. Es ist zwar ein Teil finanziert vom Flugzeug, diese 400.000, aber im Endeffekt ist es auch nur ein Sandkorn in einer Wüste. Also bringt irgendwie recht wenig. Na gut. Aber egal, man sagt ja nicht nein zum geschenkten Geld von Rockstar auch noch, ne? Ich meine, Rockstar schenkt uns Geld, das ist so unlogisch, passt irgendwie nicht zusammen, aber egal, man sagt einfach mal danke. Na gut, kommen wir mal zum Flugzeug. Natürlich ist das Flugzeug wieder relativ überteuert, finde ich. Die Leistungen vom Flugzeug sind, ich sage es mal, überschaubar. Natürlich, das Flugzeug hat Gewehre bzw. Raketen an Bord. Das bedeutet, es ist natürlich auf der Warstock-Seite zu haben. Also sprich, das Flugzeug ist militärisch. Natürlich kann man da wieder Motor auftunen, Design verändern, die Raketen dran bauen, Zusatztanks dran bauen und so weiter und so fort. Aber wenn man ganz genau überlegt, Leute, ist das Flugzeug einfach unnötig. Denn es gibt Jets, Leute. Ne? Ich meine, klar, die Jets kosten halt auch ein bisschen mehr, aber sind auf jeden Fall auch besser. Also mit einem Flugzeug würde ich jetzt mal vermuten, werde ich jetzt nicht so viel reißen können in GTA Online, wenn ich mit irgendjemandem Krieg hätte. So, da das Flugzeug nicht das schnellste ist und vor allen Dingen nicht der wendigste ist. Deswegen spart euch das Geld und spart lieber auf eine Hydra oder sowas, was einfach besser ist. Aber na gut Leute, wer natürlich das nötige Kleingeld hat und sagt, ja, so ein altes Kampfflugzeug hätte ich schon gerne in meiner Ausstellung, kann sich natürlich den gerne kaufen, keine Frage. Es ist nett anzusehen, mal so einen kleinen Rundflug mit so einem Flugzeug zu machen, es schadet ja auch nicht. Aber Leute, für die, die einfach kein Geld für sowas haben, ne, weil sie einfach gerade knapp bei Kasse sind, würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, das zu kaufen. Also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, nicht kaufen. So, designtechnisch ist es natürlich absolut in Ordnung. Ich freue mich über jedes Flugzeug, was in GTA Online hinzugefügt wurde. Und vor allen Dingen, das ist mal ein Flugzeug, was nicht so upspaced aussieht, sag ich jetzt mal. Ne? So, wie die letzten Flugzeuge. Deswegen ist das eigentlich ganz in Ordnung. Aber, wie gesagt, nur für die Leute, die das nötige Kleingeld für sowas haben. Selbst ich habe ja ein paar Millionen auf dem Konto, werde das Flugzeug, wenn ein besseres kommt, sofort verkaufen und dafür das andere kaufen, da ich das Flugzeug persönlich recht unnötig finde. Aber na gut, das ist natürlich euch überlassen. Wenn euch das Video bzw. mein Senf zum Flugzeug gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.